Hallo zusammen, ich habe hier eine Anfrage. Ich nenne ihn mal Ralf aus Frankreich und er hat sich solch eine Kühlbox gekauft und er hat jetzt Probleme mit dem Anschließen. Ihr wisst, diese GT, die haben kein Zigarettenanzünder, weil diese Boxen ziehen bis zu 15 Ampere und da raucht es jeden Zigarettenanzünder ab. Und wir liefern zu diesen Boxen solch ein Anschlusskabel. Und zwar ist das ein 5 Meter langes Kabel. Hier habe ich einen Batteriestecker. Den kann ich hier auf diese Box einstecken. Richtig drehen. Dieser hält 50 Ampere aus. Und dann gibt es hier noch ein Zubehör zu diesem Kabel. Und Ralf hat mir hier dieses Foto geschickt, wie seine Batterie aussieht. Und das geht jetzt folgendermaßen. Ich habe hier den Minuspol und hier den Pluspol. Und dieses Kabel muss da drauf. Also ich habe hier diese zwei Enden. Ich habe schwarz für Minus und rot für Plus. Und auf dieser Batterie kann ich bei Minus, ja, der hat einen schönen Verteiler drauf. Zweitens sieht man hier, dass noch die Batterie draufgeklebt ist. Und hier hinten hat es eine Schraube. Und hier kann ich den Minuspol, also den schwarzen, drauf schrauben. Hier habe ich zwei Aluminiumplatten, auch mit Schrauben, vermutlich M6, das kann ich dann lösen. Und jetzt kommt der Zubehör drauf. Beim Plus muss ich noch zusätzlich eine Sicherung dazwischen machen. Wir haben teilweise die Sicherungen hier oder eine kleine Schraubsicherung. Das hier plus. Also ich habe jetzt die Sicherung hier mit der Halterung, die kommt weg. Und ich habe hier eine Sicherung, die kommt dann hier oben rein. Ein bisschen mit Gewalt passt die rein. Ich schraube hier, mit der Schraube ist beiliegend, das Kabel hier drauf und das Kabel hier drauf. Und dann kommt das Kabel auf den Plus hier, auf diese Klemme vom Plus. Die Reihenfolge zum Anschließen wird diskutiert. Zuerst das Minus anschließen und dann das Plus oder zuerst Plus und dann das Minus. Ich sage zuerst Plus anschließen ohne Sicherung und dann das Minus anschließen inklusive Sicherung. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.